So, machen wir hier mal einen Schnellstart. Und senkrecht nach oben, bitte. So, alle Energie auf den Antrieb. Massensperre ist weg. Frameshift spinnt wieder. Frameshift Drive charging. 4, 3, 2, 1, engage. So, und danach geht's wieder hier nach. Okay, das ist genau hinter uns. Eranin. Nicht zu tief, dann schmeißt er uns nämlich auch raus. Ja, ich fliege eine Scheiße hier zusammen, wa? So, dann lass mal knacken hier. 5 Kilometer pro Sekunde. Jetzt bauen wir hier mal richtig ordentlich Speed auf. So. Geht doch. 40, 50, 60, 70 Kilometer pro Sekunde. Jetzt geht's gleich vorwärts hier. Jawohl. Ich verlangsame hier gar nichts. Auf geht's, auf geht's. Bisschen weiter noch. Danke, danke, danke. So, müssten wir normal jetzt langsam sehen. Eranin, da ist es. Und auf geht's. Ja, so ein Scheiß ist unser SAV gerade am Arsch, du. Das ärgert mich jetzt. Ich wollte das jetzt unbedingt eigentlich noch relativ zeitnah zeigen. Weil das Ding, das macht nämlich richtig Spaß. Aber dann machen wir das halt so, wie wir wieder Geld haben. So, Eranin. Von da aus nach Ibotis. Und Achtung, es charged. Und da springen wir auch nochmal ran. Lang. So, von da aus direkt nach Aulin. Da soll es allgemeine Medikamente geben. Da drüben. So, fliegen wir schön einmal um die Sonne. Oh. Es knuspert, es wird ein bisschen warm, es dampft im Cockpit. Ich denke, wir kommen da gerade noch so. Geil gemacht, ne? Das Cockpit, wenn ich mal so drüber gucke. Jetzt funktioniert ja gerade die Head-Up-Displays nicht. Ja, ja. Aulin, so. Dann lass doch mal den Papa schauen. Systemkarte. So, wir brauchen irgendwas, was Medikamente. Fraktion. So, verboten. Wirtschaft ist Raffinerie und Hightech. So, Exporte. Mikrobielle Öfen, künstliches Fleisch, Kupfer.
Exporte, Roboterfabrikatoren, Tierüberwachung. Die haben gar nichts. Mhm. Also hier gibt's metallreicher Planet, geeignet für wasserbasiertes Leben. Hier gibt es so eine Station. Ich denke, wir probieren es einfach mal hier. Wirtschaft ist Hightech, Wirtschaft ist Hightech, Wirtschaft ist Raffinerie und Hightech. Ich denke, wir probieren es einfach mal hier bei, bei der ersten Station. Hä? So, Ziel wählen hier. Ist natürlich auf der, genau hinter der Sonne. Gucken wir mal, ob wir da jetzt die Medikamente bekommen, die wir dann für unseren Horster brauchen. Wo sollte der Käse hin? Romanex Folly in Zielsystem Morgor. Okay. So, Electron Blue erzählt auch irgendein Dünsch. Kuo City, Kuo City. Kuo. Also dreiviertel Schub in dem blauen Bereich, das funktioniert wirklich immer. So, haben wir hier so ein Gasriese. Ich weiß gar nicht, ob wir da drauf landen können. So. Zielgeschwindigkeit haben wir gleich. Unser zauberhafter Antrieb hier, dieser Frameshift Drive oder Super Cruise. Und wir schmeißen uns raus. Das hieß doch früher auch nicht Dropout, oder? So, wir müssen unter 7,5 Kilometer sein, sonst sagt er uns Error. Problem mit den zu vielen Spielern hat sich, glaube ich, auch. Das ist ja so ein bisschen, das Spiel krankt ja da so ein bisschen dran, dass es keine Spieler gibt. Oder wenig. So, dann machen wir, ja, jetzt brauchen wir auch nicht mehr zu boosten. Was ich schade finde, weil das Spiel macht wirklich Spaß, aber ich habe es jetzt auch fast ein Jahr lang nicht gespielt. Will mich jetzt aber auf jeden Fall länger dran halten. Deswegen habe ich ja gesagt, ich mache jetzt mal 10 Folgen. Und dann entscheide ich einfach, ob ich das alleine weiterspiele oder... ...oder mit euch zusammen. Weil Story gibt es natürlich hier keine. So, ein bisschen vor. Bisschen rüber, bisschen runter, bisschen vor. Bisschen rüber, bisschen runter, bisschen grad. Okay. Kuo City. Dann machen wir mal voll die Hütte. Und, upsa, ne, da wollte ich gar nicht... Ja, hier gibt es überhaupt nur schwarzes Brennen. Das ist ein System. Umsichtige Spediteure ins System. BD, bla bla bla. Leicht gut ins System. Brötchen verdienen. 106.000. Das klingt doch auch wieder gut. Verbündet. Beziehung benötigt verbündet. So, die Missionen sind verfügbar, aber nicht erreichbar. Das heißt, wir können direkt wieder starten.
und versuchen das mal bei Aulin Enterprise. Das ist hier drüben, 124 Lichtsekunden. Gucken, dass wir hier kurz aus der Massensperre rauskommen. Dann können wir mal gucken, was die haben. Ja, da lädt er zumindest relativ schnell. So. Ich glaube, hier ist schon wieder so ein Stinkbock unterwegs. Der versucht hier die Leute aus dem Frameshift rauszukicken. Also aus dem Super Cruise. Naja, ich merke schon, wie er um mich drumherum cruist die ganze Zeit. Das hatte ich vorgestern schon mal. Und dann ist das Spiel abgestürzt, weil er dann versucht, irgendwie eine Instanz zu öffnen, wo du dann quasi dich mit dem Typ da fighten kannst oder was auch immer. Und dann... Jo. Ich glaube, jetzt hat er erstmal gerafft, dass wir ein bisschen schneller brauchen. Mal für die 100 Ebbes Lichtsekunden. Ich will da nicht 20 Minuten hinfliegen. Und ja, dann hat das irgendwie nicht geschafft, eine Instanz aufzubauen. Dann geht das aber auch nicht mehr weiter. Du kommst nicht raus, weil das Spiel hält dich quasi gefangen. Und dann kannst du einfach nochmal, ja, kannst es kicken mit, Steuerung Alt entfernen und kannst dann halt, wieder neu aufmachen. Fängst dann quasi da wieder am Anfang vom System an. Also der speichert anscheinend immer, wenn du aus dem... Oh. Rückwärtsgang. Vor lauter Gebabbel. Ja, der haut dich dann da irgendwie raus halt, wenn es soweit ist. Und dann, also jedes Mal, wenn du irgendwo reinspringst, in das System scheint er zu speichern. Die Feierlichkeiten beginnen, aber bitte die Bildschirme auf die richtige Frequenz einstellen. Okay, was ist hier los? Ach so, hier gibt es ja Dings, stimmt. So eine Art Adventskalender. Ich wüsste nicht, was sie sonst für Feierlichkeiten meinen. Bis Weihnachten ist ja noch ein bisschen hin. Hier gurkt doch schon wieder einer um mich drumherum. So, und bitte nochmal, komm. So, jetzt klappt's aber. Aber es leckt. So. Guten Tag. Na? Da haben wir den Eingang. Das ist wieder so eine Rundstation. Wäre es möglich? Ich weiß noch, wie ich dann immer Docking Request Denied hatte im Startgebiet beim letzten Mal. Das war nervig. Muss man überhaupt hin? Plattform 6. Ist direkt hier unter uns. Landing gear deployed. Do you have authorization to be inside the docking bay? Remember, loitering is a violation. Ja, da hat sich einer reingeschlichen, hat vergessen, die Landeerlaubnis einzufordern und schon
kriegt er einen auf die 12. So, das sieht mir auf jeden Fall hier nach, mehr nach Handel aus. Sehr schön, Warenmarkt. Hier gibt es auch... So, und jetzt lass mich hier bitte Medikamente, allgemeine Medikamente. Sehr gut. Zwei Stück. Die haben wir. So, Werft. Ich glaube, in der Werft können wir uns auch Fahrzeuge kaufen. So, eingelagerte Schiffe, Werft. Sidewinder, Eagle. Viper, Diamondback, Scout. Also, die, ich sag mal, die... Mein Ziel ist natürlich wieder... Haben sie gerade nicht, ne? Ich glaube, die Viper Mark IV, die könnte... Da könnte ich mich auch mit anfreunden. 437.000 oder die Viper Mark III, die ist ein bisschen was älter. Rumpf, 60 Tonnen, zwei Werkzeug, zwei kleine, zwei mittlere, drei, vier Innenbereichskabinen. Planetenanflug-Suit. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Sweet, nicht Suit.